Schaut ihn euch an. Servus meine Freunde, was geht und willkommen zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal. Heute wieder dabei der Flo, der gute alte Lappen. Und zwar machen wir heute eine kleine Challenge. Wir machen in 15 Minuten einen kleinen Melbourne Bounce Drop. Und ich weiß nicht, ob wir das schaffen, aber gucken wir mal. Er selber hat noch nie Musik gemacht, oder? Doch, mit ihr mal. Ja, mit mir hat er mal Musik gemacht, aber selber produziert er nicht. Deswegen, er hört sich das Ganze mal an und er macht ein bisschen mit. Deswegen würde ich sagen, wir starten mal 15 Minuten. Machst du mal einen Timer an? Er macht jetzt einen Timer von 15 Minuten an und ich hoffe, dass wir da einen geilen Drop hinkriegen. So, also 15 Minuten Timer ab jetzt. Los geht's. So, zuallererst brauchen wir eine Kick, wenn wir die nehmen, oder? Machen wir mal hier bis 9. Dann natürlich einen schönen Bass. Wie lange haben wir noch? Eine Minute ist schon vorbei. 14 haben wir noch. Haben wir noch, so. Der hört sich geil an. Also Effekte oder so weiß ich nicht, ob ich die jetzt reinbaue. Weil es wahrscheinlich... So, dann machen wir hier 4 Steps immer. Jetzt machen wir noch ein schönes Ding drüber. Ich glaube 15 Minuten, das wird verhärt eng. So, okay, jetzt muss ich doch ein paar Effekte draufhauen. So. Ja. Machen wir die Kick noch ein bisschen leiser. 13. Was, 13? 13 Minuten noch. Also 13 Minuten haben wir noch. So. Dann, fuck. Dann haben wir hier, ne, den machen wir später. So, dann brauchen wir einen Synthesizer. Sollen wir Vocals nehmen oder sollen wir so solche Töne nehmen? Der? Hört sich böse an. Der hört sich böse an. So, irgendwann machen wir eine Challenge, dass der Flo einen Drop macht. Ein Jahr später. Ein Jahr später. So, habe ich den jetzt schon auf den Pattern gesetzt? Auf 2, dann tun wir hier einen Equalizer drauf, dann haben wir noch einen Soundgutizer. Das sagt dir wahrscheinlich gar nichts. Ja. Und dann brauche ich den hier noch, ein bisschen Reverb. Machen wir ein bisschen die tiefen Töne und, was bauen wir noch ein, den Kickstart. So, warte mal, den mag ich nicht, sondern den zweiten. So, jetzt brauchen wir eine Melodie. Okay, ich mache jetzt eine kurze Zeitraffer, weil sonst wird es ein bisschen langweilig. Ich schaue jetzt, dass wir eine geile Melodie hinbekommen und dann von der Zeit her 11 Minuten nur noch. Also 5 Minuten wäre schon ein bisschen knapp gewesen. Deswegen jetzt eine kurze Zeitraffer. So, wir haben jetzt noch genau 9 Minuten. Ich hoffe, das kann man sehen. 9 Minuten 35. Wie lange haben wir noch? 4 Minuten haben wir noch und wir haben es immer noch nicht geschafft, einen Drop hinzukriegen. Ich glaube, das wird doch ein bisschen länger, aber wir geben Gas. Okay.
also Drop ist jetzt einigermaßen, beziehungsweise die Melodie haben wir jetzt schon. Jetzt brauchen wir noch eine Clap. Schauen wir mal, welche wir nehmen. Warte, ich mach mal ein bisschen lauter. Die ist doch gut. Dann brauchen wir nimm mal hier aus dem Ordner. Also ich arbeite meistens nur mit Sample Packs. Deswegen brauche ich jetzt hier 1,5 Minuten. Hä? 1,5 Minuten. 1,5 Minuten, Leute. Machen wir hier mal ein bisschen. Ach. Gar nicht so, aber jetzt brauchen wir noch eine. Ja, ja, fehlt noch ein bisschen. Brauchen wir Fill. So, dann brauchen wir Clap, haben wir schon. Dann, was brauchen wir noch? Ein Crash, ganz wichtig für den Drop. Also wir werden wahrscheinlich 20 Minuten brauchen, nicht 15, beziehungsweise ich, weil er schaut ja nur zu. Sollen wir den mal nehmen? Timer vorbei? Yes. Okay, Timer ist jetzt vorbei. Jetzt pass auf, dann brauchen wir noch einen Subdrop. Und dann, warte, was brauchen wir noch? Du fragst den Falschen. Ja, da frag ich den Falschen. Ich habe so viele Sample Packs, das ist so krank. So, wir haben jetzt noch ein bisschen länger gebraucht als gedacht, ich glaube. Knapp, ja, ein bisschen mehr als 20 Minuten. 22 Minuten. Aber ich glaube, da haben wir was ziemlich Geiles hingekriegt. Also ich zeige euch jetzt mal kurz den Drop. Und wenn ihr Bock drauf habt, können wir den dann mal fertig machen. Wahrscheinlich wollen die das auch. Das heißt, wir müssen uns dann wieder hinsetzen. Nee, aber hört euch das Ganze mal an. Und viel Spaß. Geschafft, Leute. Wie gesagt, schreibt mir eure Meinung mal gerne in die Kommentare. Du hast eigentlich fast gar nichts gemacht, gell? Ja. Also die ganze Arbeit habe ich gemacht. Er hat dann nur gesagt, passt es oder passt es nicht. Aber ich glaube, für den Anfang ist es gar nicht mal so schlecht geworden. Deswegen würde ich sagen, wenn es euch gefallen hat, gibt es uns gerne einen Daumen nach oben, beziehungsweise eigentlich nur mir, weil du hast eh nichts gemacht. Ja. Kommentiert dieses Video und abonniert diesen Kanal. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns im nächsten Video, Leute. Bis dann, haut rein und ciao. Ciao, Kakao.